warte mal. Warte mal. Warte, was steht denn da oben in der Ecke? 400 Vlogs, meine Freunde, ja! Leute, 400 Vlogs, also endlich ist der Tag gekommen, meine Freunde. Dass ich das mal sage, hätte ich echt nicht gedacht, meine Freunde. Und was eine geile Scheiße, dass der 400. Vlog einfach aufgenommen wird, während dass ich einen scheiß Kinofilm drehe. Ja, das heißt, meine Möglichkeiten sind begrenzt, aber eigentlich ist ja jeder meiner Vlogs special, ne? Deswegen muss ich ja gar kein Special machen. Wie gesagt, ich bin eigentlich gar kein Fan von so Specials, weil ich eigentlich wirklich versuche, jedes Video geil zu machen, sodass es ein Special ist, meine Freunde. Aber du hast doch schon fast die Million erreicht. So, noch 10.000. Oh! Das Millionen-Abonnenten-Special. Ja, das kommt, das kommt, das kommt. Darüber müssen wir uns auf jeden Fall noch unterhalten, Leute. Wir sind fast vor der 1 Million Abonnenten. Wie krank! Ich war auf jeden Fall heute beim Filmset und mir ist ein kleiner Fehler passiert, meine Freunde. Und zwar wurden ein paar Szenen eingeworfen, die ich nicht konnte. Und ich hatte so einen riesen Text in meiner ersten Kinofilmszene und wusste nicht. Das heißt, ich habe mich 30 Minuten, bevor ich da die Sache aufgenommen habe, noch ganz schnell hingesetzt und versucht, das in mich reinzufressen. Und im Endeffekt ist es mega cool geworden. Also es fand ich ganz geil, das zu improvisieren. War aber mega der Stress für mich und ich habe fucking mir in die Hose geschissen. Wer sich aber auch noch in die Hose scheißen kann, ist der gute alte Simon, meine Freunde. Simon lädt nämlich heute um 18 Uhr sein Comeback-Musikvideo hoch, Leute. Und ich habe einen miesen Move gemacht, meine Freunde. Und zwar... Ach so, ich weiß sogar noch was. Und zwar habe ich in dem Video eine Botschaft versteckt. Jetzt fragt ihr euch, Leute, Moritz, wie kannst du in einem Musikvideo eine Botschaft verstecken? Ja. Das ging ganz einfach. Denn Simon war ja am Set, währenddessen er geschnitten hat. Leute, er hat jede Sekunde genommen, um dieses Video zu schneiden, Leute. Und hier ist was passiert ist. Hey Leute, ich bin ja gerade am Set. Diese Story kommt nur dann online, wenn Simon sein Musikvideo hochgeladen hat. Simon ist ja gerade am Drehen. Da ist er gerade und es ist abgelenkt, weil ich habe hier seinen Laptop am Start. Und er ist gerade am Cut seines Musikvideos. Und ich hoffe, er merkt das nicht, Leute. Ich habe jetzt hier in seinem Musikvideo ein kleines Abonniert Hey Moritz für 1 Millisekunde reingemacht. Bei Sekunde 29. Schaut nach, ob es drin ist, Leute. Let's go. Ich glaube, er hat es nicht gemerkt. Weiß ich auf jeden Fall noch nicht. Es werden wir dann um 18 Uhr sehen, wenn es online ist. Und Simon wollte so eine kleine Reaction-Time machen, wenn es um 8 online ist. Und dann werde ich ihn darauf hinweisen. Simon, was steht denn da oben rechts? Oh mein Gott, ist das mies, Alter. In das Video von jemand anders eine Botschaft reinzubringen, ohne dass er es merkt und es einfach hochlädt, das wäre krank revolutionär. Auf jeden Fall ein gutes Thema für den 400. Vlog. Und ich würde sagen, Leute, ja, es ist gleich 18 Uhr. Ich habe keine Uhr an, ich habe einfach nur drauf geguckt. Es ist gleich 18 Uhr und wir machen eine kleine Watching-Party mit Simon. Und ich würde sagen, mal gucken, wie er reagiert. Leute, 17.59 Uhr. Leute, sind Videos in 1 Minute online. Und wir machen uns jetzt hier mal auf zu Simons Raum, meine Freunde. Und mal schauen, was er dann so zu sagen hat. Simon, wir stehen vor Ihrer Haustür. Ist das so? Seid ihr wann die Glastüre schon eingetreten oder was? Scheiße, wir kommen hier nicht durch. Warte mal. Doch, warte, ich hab euch ein Buch da untergelegt an der einen Stelle. Ach toll, da stimmt, das Buch. Nein. MLG, Alter. Genius, sag ich da nur. Alter, das größte Scheiß der Welt, kommt mal rein. Herr Mann, es ist 18.01 Uhr. Ist das nicht Ihr neues Musikvideo? Der heftigste Track EU-West, sag ich dann. Sie haben jetzt schon 3 Wochen... Ich hab gerade gesagt Dreck. Das ist der heftigste Dreck. So. Warte mal, ist der Track jetzt schon online? Tschüss! Was ist? Alter, der Track ist einfach online. Simon, ich würde sagen, wir schauen uns den Track doch nochmal zusammen an, als kleine Reaction oder so, oder? Das ist eigentlich voll die geile Sache. Alter, also, jetzt habe ich hier mit euch die offizielle Release-Party, oder wie, oder was? Ja, Mann, du riechst das! Alter, danke! Simon hat auf sein Bett gewichst, Alter, was ist das denn, Alter? Digga! Simon, warum wichst du auf dein Bett, Alter? Alter, schärf mal schön einmal, der ganze Wichser hier. Ah, lecker, lecker! Guck mal, ich stehe jetzt. Hey, Handy, ich hab mal schön die Toilette runtergespielt. Hier. Seht ihr mal. Ja! Reicht's, mein Gott! Ey, leck mich aber nicht am Füßen hier. Hey Simon, ich würde sagen, wir machen noch mal einen kleinen genaueren Blick auf dein Musikvideo. Einfach so eine kleine Analyse in meinem Video, oder? Ja, macht Sinn, oder? Warte. Okay. Komm Simon, wir gehen mal auf deinen Kanal. Also der hieß doch Simone? Genau, Simone Petri. Petri. Ja. Hier, Simenium. Schauen wir uns das Video noch mal an, Alter. Hier ist okay, okay, okay. Ich würde sagen, eine liebe Reaktion, ja. The Release Party is going on. Ja. Moritz, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Produkt. Vielleicht ist ja eine andere Überraschung für Sie ja dabei. Hey, Digga. Ich hab da mal was ganz Komisches im Video gesehen. War das was ein Fehler, Digga? Warte mal. Guck mal hier, wenn man ganz langsam war. Hä? Hä? Hä, warte mal.
Warte mal. Warte, was steht denn da oben in der Ecke? Warte mal ganz kurz, warte mal. Leute, ihr könnt selber nachgucken, Leute. In Simons Video ist einfach ein Hey, abonniert, Hey Moritz. Ja, Mann. Das war der Pride des Jahres, mein Freund. In seinem eigenen Musikvideo ist Werbung für meinen Kanal. Hey, ja, hey, der Leipziger wird immer. Leute, ganz kurz. Das Video endet hier noch nicht, okay? Hä? Die Sache ist nämlich die. Was ist jetzt los? Die Sache ist nämlich die. Hä? Es gibt ja auch noch eine weitere Stelle, wo ihr das abonniert, Hey Moritz, einbauen wolltet. Warum weißt du das, Digga? Weil ich schon stumm bin. Hä? Was ist jetzt los? Hey, Moritz gleich Bettness. Oh, es tut mir leid, Moritz. Ich weiß, was du mir im Vertrauen gesagt hast. Der war nicht gut. Also, wie wir im jetzigen Video festgestellt haben, haben sie gerade auf ihre Bettdecke gewichst. Ja, er hat sogar auf meine Bettdecke hat er gesetzt. Hä? Das heißt, du wusstest es die ganze Zeit? Ha! Nobody can prank the Simon Will! Realtag. Ich saß da mitten in der Nacht, es war 3 Uhr nachts oder so. Ich bearbeite dieses scheiß Video. Ich gehe so durch, auf einmal sehe ich das. Was ist das? Nein. Alter, okay, der Dude, der geht auf jeden Fall sehr weit. Dann dachte ich mir so, fickiere ich direkt zurück. Und anstatt das Ganze zu löschen, dachte ich mir nur so, hey Moritz, der Bettnasse. Soll, bekommen, was wir verdienen. Aber. Leute, wir müssen weggehen. Das geht nicht mehr, Leute. Ich gebe Ihnen einen Punkt für Sie. Das Battle ist real. Simon, das ist ein Punkt für Sie. Aber warten Sie. Warten Sie ab, es wäre noch viel schlimmer. Moritz, hast du eigentlich schon dich selber ein Video entdeckt? Du wirst mich auch nicht. Ich habe mich selber entdeckt, oben links in der Ecke, da stand. Abonniert, hey Moritz. Oh, und dann war da noch ein schönes Bild von dir. Ach komm, gehen Sie weg! Okay, ich muss zugeben, wir wurden ein wenig fikiert, Herr Mond, aber wir lassen uns das nicht gefallen. Okay, wie gesagt, Simon, ich muss sagen, das war ein schlechter Move von Ihnen. Alter, das Video geht halt echt so, die Leute feiern es voll, man ist voll echt, geil, ja, das ist voll fett. Genauso wie jeder meiner Vlogs. Leute, wir fahren jetzt momentan zu einem, was ist das eigentlich, so ein Restaurant oder irgendwie sowas? Ich glaube ja. Leute, auf jeden Fall fahren wir da gerade hin. Richtig entspannter Tag, Leute. Wir haben jetzt die nächsten 2 Tage drehfrei. Ich glaube, du verpisst dich morgen, oder? Ich verpiss mich morgen, ja. Digga, was ist für ein Anti-Ehre, Mann, Alter. Aber das Gute ist, ich werde back sein Samstag. Am Samstag travel ich zurück hier wieder her. Nämlich am Sonntag Drehtag. Dann bin ich Drehtag los. Okay. Das könnte wahrscheinlich perfekt so ein Millionen-Ding da sein. Vielleicht wird da der Kanal zufälligerweise am Tag gelöscht. Ach, mein Gott, das ist ein super Special. Millionen-Abo-Special, der Kanal wird gelöscht. Leute, was ein verrückter Tag, meine Freunde. Ich liebe diese Tür, die ist so wunderschön leise. Ich meine, Leute, wir haben Simon halbwegs geprankt. Ich meine, es ist ja mindestens ein Abonnent Hey Moritz drin. Schaut es auf jeden Fall an, Leute. In seinem offiziellen Musikvideo bei Sekunde 29 ist es auf jeden Fall zu sehen für ganz kurz. Halbwegs gefickt, Alter. Halbwegs gefickt, kann man sagen. Aber nur halbwegs. Leute, wie gesagt, Simon wird auf jeden Fall nochmal richtig gefickt. Vor allem, wenn wir dann bald einmal in Köln wohnen. In der Zeit würde ich sagen, Leute, geht auf heyshop.de und holt euch euren Lightning Merch, meine Freunde. Alter. Ah, Leute, es ist einfach geisteskrank. Dieses ganze fucking Ding ist geisteskrank. Man Kinofilm drehen, Videos machen, Merchandise aufbauen. Alles, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da. Leute, hier gibt es täglich kranke Videos, täglich kranke Scheiße, täglich jeden Tag. Ihr werdet es nicht bereuen, meine Freunde. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.